Die äußere Neustadt ist als Partyviertel beliebt. Gerade in den Sommermonaten strömen Hunderte von Menschen hier in die Neustadt und besuchen diese. Wo viele Menschen sind, entsteht viel Müll, viel Lärm, soziale Spannung. Zurzeit wird alles auf einen Teil, zurzeit wird vor allem auf teils willkürliche Kontrollen oder auf Polizeipräsenz gesetzt. Welche Möglichkeiten zieht ihr in Betracht, um die Situation, um die Situation von Partymenschen angenehmer zu gestalten? Wir fangen an mit der Grünen. Ja, die Situation der Partymenschen angenehm, der Anwohner, oder? Feiernden, also eher der okay. Die Neustadt kommen will. So, der Versucher. Ich hätte eigentlich die Zeit auch lassen können, ne? Aber ja, also ich glaube, den Feiernden geht es in der Neustadt gut, deswegen kommen die hierher. Wir haben hier eine dichte Clubszene, wir haben eine dichte Gaststätten-Szene, also ich glaube, was wir tatsächlich erreichen müssen, ist, dass man unter den Feiern auch ein Stückchen die nahebringt, dass es nicht nur ein Foto zum Feiern ist, sondern auch eins zum Leben. Und ich wohne hier, weil ich hier wohnortnah feiern kann, weil ich auf die Straße gehen kann, abends immer noch und trotzdem Freunde finde, weil man hier gemeinsam miteinander lebt, weil das ein tolerantes Viertel ist. Und dafür stehen auch wir Grünen. Und was die Polizeipräsenz betrifft, ich denke auch das an dieser Stelle ist immer so ein kooperatives Ding und natürlich braucht man an einigen Stellen auch die Polizei, aber natürlich darf die keine Polizeigewalt auch, also einseitig ausüben. Es darf nicht so Überwachungsstaat werden, auch an dieser Stelle, weil es geht um uns Menschen, wie auch immer wir den Stadtraum begreifen und beleben. So, dann die CDU. Ich wollte nicht mehr hier, weil ich es noch nicht mehr leisten kann. Die CDU? Ich finde, Alkohol, Leggings und Boomboxen sollten nur unter Kontrolle verkauft werden. Danke. Ja, aber prinzipiell, wenn man entsprechend, also weil es einfach stört. Viele. ich kriege das jetzt mit seit längerer Zeit, dass man wirklich Luisenstraße, wenn du da lang gehst, dann sind die sehr, sehr motiviert, wollen ihre Stimme nochmal testen, wollen mal gucken, okay, das Bier, das geht bestimmt kaputt, wenn es gegen die Wand schmeißt. Das ist nicht geil, wenn man da wohnt, vor allem nicht, wenn das irgendwie nachts zwischen 1 und 5 Uhr passiert. Deshalb wäre ich da schon für ein bisschen, ein härteres Kontrollwesen und auch ein freundliches darauf hinweisen der Polizei, weil das eigentlich, auch, glaube ich, eine Autorität ist, die da was bringt. Da bringen auch die schönen Geister nichts, die jetzt im Stadtbezirksbeirat geschlossen wurden. Also, dass man da schon ein bisschen guckt, natürlich sollen die Leute Spaß haben, aber das heißt ja nicht, dass sie sich nicht benehmen sollen. Weiter geht es mit der SPD. Du musst auch Zeit zum Klatschen lassen. Also ich finde ja eigentlich die Neustadt deswegen so cool, weil normalerweise die Bürgerschaft hier im Viertel die Probleme, die man so hat, oder die Auseinandersetzungen, die man so hat, selbst regelt, selbst auf die Leute zugeht, die Straßenbahnen streicheln, weil wir alle nicht cool finden, wenn die 13 vor unserer Haustür eben nicht mehr fährt, selbst auch aktiv wird, auch beispielsweise beim Thema Scheunevorplatz tatsächlich da eine zivilgesellschaftliche Besetzung dieses Platzes beispielsweise stattfindet, um eben andere Phänomene tatsächlich ein Stück weit zu verdrängen. Ich glaube tatsächlich, dass es den Menschen, die zum Party machen, hierher kommen, relativ gut geht, was man für sie vielleicht noch machen könnte, und da steht auch die SPD dafür, ist tatsächlich die Sperrstunde aufheben als ein völlig inzwischen sinnlos gewordenes Instrument. Aber natürlich an den Stellen, wo sozusagen das eigenverantwortliche Lösen von Konfliktsituationen nicht mehr funktioniert, muss die Polizei dann schnell da sein. Sie muss nicht unbedingt die ganze Zeit schon auf dem Platz stehen, aber sie muss schnell da sein, wenn sie gebraucht wird. Genau. Dann geht es weiter mit den Freien. Ich kann mich da den Vorrednern mehr oder weniger bloß anschließen. Also ich bin auch der Meinung, dass die Leute, die hierher kommen, denen geht es, glaube ich, ganz gut. Die kommen hier zum Feiern. Das ist auch ein Partyviertel und ich denke auch, jeder, der hierher zieht, sollte sich auch bewusst sein, dass er jetzt nicht in ein reines Wohnviertel zieht, sondern tatsächlich in ein Viertel mit Nachtleben. Ich glaube, dass wir natürlich eine Polizei brauchen, die auch schnell vor Ort ist, dass es aber natürlich nicht extensiv werden darf. Und ja, im Endeffekt die Sperrstunde, klar, das wäre was wahrscheinlich, was man für die Leute, die Feiernden, abschaffen kann. Und ich glaube auch, dass sie sich längst überholt hat. Und dass sie in der Form überhaupt keinen Sinn mehr macht hier in Neustadt und hier auch nicht hinpasst. Dann geht es weiter mit den Gör. Also Angebote statt Verbote ist ja eins der großen Piratenmantren. Und immer wenn man ein Verbot ausspricht, dann ist meistens das Problem einfach nur woanders oder es wird noch schlimmer. In den Zeiten der sogenannten Neustadtprohibition, also wo im Spätschopf auch um 10 nichts mehr verkauft werden durfte,
ist es ja dann so gewesen, wir haben ja alle gesehen, dann fahren plötzlich die Schüler, die Kinder fahren gleich mit Bierkästen beladen, gleich mit einer Wodkaflasche rein in der Straßenbahn zum Alarmpark. Was hilft das? Ja? Und wenn man dann schon mal da ist oder wenn man von obskuren Quellen sein Bier kaufen muss, dann ist da auch manchmal irgendwie ein anderer Markt, den man ja vielleicht gar nicht haben will. Das heißt, unser Kampf der Neustadt-Piraten gegen die Neustadt-Koalition, wir hatten ja auch diese tollen Aufkleber, ist ein voller Erfolg und ich freue mich darüber sehr. Die zweite Sache ist, die jetzt natürlich kommt oder kommen kann oder kommen wird, ist, es wird Repressionen, Gesichtserkennung, gefährliche Orte, Polizeidurchsuchungen und so weiter geben, weil unsere liebe sächsische Landesregierung das neue Polizeigesetz beschlossen hat. So, und das ist etwas, dagegen haben die Piraten mit erfolglos gekämpft, aber der Kampf geht weiter. Das heißt also, wenn jetzt die Maßnahmen hier sichtbar werden, werden wir versuchen, das gesellschaftliche Engagement, den Protest, den konstruktiven das Aufstehen dagegen auf die Straße zu bringen und dann halt sozusagen die Welt wieder ein bisschen von Verboten zu befreien. Ansonsten ist die Neustadt halt frei und ich lebe sehr gerne frei und so soll es bleiben. Gut, dann kommen wir somit zur Linken. Ja, das, die Neustadt für alle, das wurde ja schon von uns gesagt. Und das muss also nebeneinander und miteinander bleiben. Und das muss gestaltet werden, das kann man nicht sich selbst überlassen. Deswegen denke ich schon, dass sowas wie freiwilligen Initiativen, die sich um den Alarmpark kümmern, gestützt oder auch initiiert werden müssen. Wir haben die Sache mit dem mit dem Nachtbürgermeister bei uns im Programm drinstehen. Da haben andere Großstädte gute Erfahrungen gemacht, wo es solche Konfliktlagen gibt. Und wir haben neulich auch die Vision entwickelt, dass wir irgendwann, vielleicht 2025, das erste Viertel sein wollen, wo die To-Go-Verpackungskatastrophe sozusagen bis auf null reduziert werden kann. Also wir wollen diese ganze Mitnahmekultur ein bisschen bearbeiten, dass es zumindest, soweit es geht, ökologisch ist. Dazu gehört auch eine Kampagne, seine Kippen nicht einfach auf die Straße zu schnipsen, die sind nämlich auch nicht gerade ungefährlich. Dann kommt jetzt die Partei. Ich muss nochmal fragen, wie war die Frage? Welche Möglichkeiten seht ihr in Betracht, um die Situation der Partymenschen angenehmer zu gestalten? Ah, ich sitze um die Partymenschen. Okay. Eine drei Leute. Um die Partymenschen angenehmer zu machen, okay. Nochmal wiederholen. Nee. Ich sehe keine Möglichkeiten, die Partymenschen angenehmer zu machen. Das ist die Sache von der AfD. Die FD. Nein. Die Freien Demokraten. Genau. Ja, wir begrüßen das, dass die äußere Neustadt ein Kultur- und Szeneviertel ist. Niemand wird das, will das hier in Abrede stellen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dennoch ist es klar, die äußere Neustadt ist auch ein Wohnviertel. Natürlich wäre es am liebsten, es bräuchte keine Polizeipräsenz. Daher ist es, kann ich auch nur meinen Vorredner nicht anschließen. Muss man halt schauen, dass es kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander gibt. Und vielleicht diese angestoßenen Initiativen des Stadtbezirksbeirates, die ich auch immer unterstützt habe, die sind halt ein Beitrag dazu und sind auch ein Teil des Puzzles, um sozusagen die Leute auch darauf aufmerksam zu machen, dass hier noch ein paar Leute abends auch noch schlafen gehen wollen. Der eine oder andere möchte das ja mal.